Für mich als Einkäufer stellt sich ja oft die Frage, alles aus einer Hand beziehen oder von mehreren Providern einkaufen, Stichwort Multivendor, vielleicht eher a few vendor. Denn es gibt ja einige Kriterien, anhand derer man bemessen kann, wie man hier vorgeht. Zum Beispiel stellt man die Skaleneffekte fest, die man sich tatsächlich bei allem aus einer Hand erhofft. Meine Erfahrung ist die, ich habe sie selten festgestellt, Provider sind, gerade dann, wenn sie im Wettbewerbsumfeld sich befinden, oft eher bereit, sich zu bewegen mit Preisen, mit Services, mit Inhalten, mit Vertragsinhalten, als wenn sie wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den kompletten Deal erhalte, ist relativ groß. Ein zweites Thema, ich lege großen Wert darauf, dass Best of Breed mir zur Verfügung steht. Typisches Beispiel, Serverbereich, Intel. Ich sehe da eindeutig zum Beispiel zurzeit HP im technologischen Feld deutlich weiter vorne gegenüber Dell. Sich jetzt auf einen von beiden zu stürzen, wie das Rennen am Ende ausgehen wird, weiß man nicht. Ich möchte als IT-Verantwortlicher offen sein für die technologischen Entwicklungen der verschiedenen Anbieter. Und das kann ich nur, wenn ich mir mindestens zwei halte in diesem konkreten Gebiet. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, globale Netzwerke. Wir haben festgestellt, dass bei einer gruppenweiten Ausschreibung ein Anbieter, der das komplette globale Netzwerk unserer Firma abbilden sollte, in seinem Heimatgebiet, also in einem Heimatkontinent die besten Preise anbieten kann, wohingegen in anderen Gebieten er es nicht kann. Also den Besten aus jedem Heimatgebiet zu nehmen, ist oftmals die bessere Lösung. T-Systems in Europa, Global Crossing in USA, NTT in Asien. Unterm Strich kann man hier durchaus Größenordnungen von 20-25% sparen, als alles aus einer Hand zu nehmen. Und nicht zuletzt konkurrenzbelebtes Geschäft. Ich halte viel davon, die Firmen bewegen sich besser. Sie merken, wenn der Kunde bereit ist, auch wirklich real mal die Fronten zu wechseln, und das kann man ja eigentlich nur glaubhaft machen, wenn man auch bereits an der anderen Front sich befindet, ist einfach für den Kunden im Service, in der Qualität, aber auch im Preis einfach mehr drin.